Hallihallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe, heute mit Iggy und einer ganz komischen Kart-Kombination. Ich bin sehr fröhlich heute. Ich bin in bester Stimmung. Ich glaube, ich war lange nicht mehr in so guter YouTube-Aufnahme, Stream-Stimmung, whatever, denn mein Internet wurde freigeschaltet. Oh mein Gott, denken sich jetzt einige, er hat Internet? Naja, ich habe es nicht mal einen Monat, seitdem ich hier wohne, mit dem alten Internet ausgehalten und mir am Mittwoch bei Unity Media dann die Entscheidung gefasst, okay, komm, ich unterschreibe mal einen Vertrag. Und heute Morgen, während ich noch gepennt habe, wurde scheinbar dann der Router verschickt und dann so gegen 11, 12 Uhr wurde das schon freigeschaltet und um kurz nach 12, so halb eins, kam ein Paket hier an. Es klingelt natürlich, denke ich mir so, hä, wer klingelt denn da jetzt? Kommt ein Postbote hoch, gibt mir so ein Paket. Ich denke mir, hä? Von wem steht drauf? Unity Media? Ich so völlig verwirrt. Und da war ein Router drin. Ich dachte so, ja, cool, neuer Router schon mal. Aber dann wusste ich ja nicht, dass das schon aktiviert wurde. Plötzlich kriege ich eine SMS. Sehr geehrter Herr, Sie haben jetzt Ihren geilen Scheiß aktiviert. Ich denke mir so, nice. Also ab jetzt habe ich eine 400.000er Leitung von Unity Media. Also mit 400 Mbits im Download und also bis zu, ne? Und bis zu 20 Mbits im Upload. Und ja, man kann jetzt durchaus sagen, irgendwie sind 20 im Vergleich zu 400 oder im Verhältnis besser gesagt, jetzt nicht so krass. Aber für die Dinge, die ich tun möchte, sind die absolut ausreichend. Ich bräuchte überhaupt nichts Besseres, denn das bringt mich jetzt zu dem Punkt, an dem ich in 1080p und 60 FPS in nicer Qualität streamen kann, auch die Videos. Der letzte Part kam sogar schon in 1080p, aber mit dem alten Internet noch, der hat irgendwie 4 Stunden hochgeladen oder so. Und mit dem neuen Internet lädt das Ganze so in einer Viertelstunde, 10 Minuten, ich habe es noch nicht getestet, hoch ungefähr. Also bis jetzt gibt es Videos in besserer Qualität. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich sehr. Die schöne Sache ist, heute Abend findet ja sogar Mario Kart Livestream statt, wenn ihr das hier seht. Und da wird eventuell der Benny noch dabei sein, wenn der dann noch am Streamen ist. Wenn nicht, dann nicht, dann mache ich es alleine. Und das wird cool. Das wird echt cool. Also ich bin hellauf begeistert bisher. Der ganze Prozess war sehr simpel. Einfach alten Router ausgestöpselt, neues Modem rein. Passwort eingeben, fertig. Nee, Quatsch, das ist von 1 und 1. Also wirklich einfach den alten Router weg, den neuen Router ran. Kabel umgestöpselt, die beiden Ladenkabel für Switch und PC. Stromkabel ran, fertig. Und natürlich, klar, mit dem WLAN neu verbinden, neues Passwort einstellen und so weiter und so fort. Und dann ging's. Ohne Probleme. Hat am Anfang kurz 5 Minuten gedauert, bis er eine Internetverbindung hatte. Aber seitdem überhaupt kein Problem. Und ich bin halt sehr überrascht, dass das so schnell funktioniert hat, weil der Mitarbeiter meinte so, ja, am Mittwoch halt, ne? In den nächsten Tagen meldet sich ein Techniker bei Ihnen, der kommt dann vorbei und prüft die Leitung. Kam jetzt nicht vor. Also bei mir kam niemand vorbei, um die Leitung zu prüfen. Keine Ahnung. Ja, und innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen sollten Sie Ihr Internet haben. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es heute schon passiert. Also in der Streamwoche hätte ich nicht gedacht. Alter, was mache ich denn? Ist natürlich perfekt. Na, jetzt schön am Wochenende das neue Internet. Ist natürlich der Hammer. Hat mich ein bisschen von ein paar Aufgaben abgehalten, die ich eigentlich noch zu tun hätte. Einfach weil ich dann rumtesten wollte und ich kann jetzt 4K-Videos gucken und ach, das ist der Hammer. Also ich hatte ja generell ein Internet-Downgrade, als ich hier in die Stadt gezogen bin, was ziemlich dämlich war. Und hatte ja damals auf dem Dorf besseres Internet gehabt, aber hä? Warum konnte ich keinen Stunt machen? Aber das ist jetzt ein ganz neues Level, also 400.000er Leitung, das ist schon fett. Und wenn ihr euch fragt, ja, aber das muss doch total viel Geld kosten. Die Sache ist die, Unity Media bietet ein, bietet momentan ein Angebot an. Es geht, glaube ich, noch bis zum 4. November. Übrigens kein Product Placement, ne, nur so. Da bezahlt ihr halt fürs erste Jahr 19,99 €. Egal, ob für 400 Mbits, 150 oder 30. So, warum machen die das? Weil die natürlich wollen, dass ihr die 400 Mbits ausprobiert und dann daran kleben bleibt und ab dem 13. Monat dann 45 € im Monat zahlt.
Was ich vermutlich nicht machen werde, weil, hallo, habe ich so ein Budget oder was? Aber da muss man mal gucken. Nach den 12 Monaten werde ich wahrscheinlich dann downgraden auf das 150er-Paket, das 30er-Paket macht gar keinen Sinn. 30 Mbits, lol, geht's. Und bei dem 150er-Paket hätte man immerhin noch 10 Mbits im Upload, das wäre auch in Ordnung. Ja, also, das ist okay. Wie gesagt, die 12 Monate genieße ich jetzt erstmal natürlich dieses Internet. Es geht natürlich von meinem monatlichen Budget ab. Also ich kann jetzt nicht mehr ganz so verschwenderisch leben. Ist kein Problem für mich, weil ich sowieso nicht verschwenderisch lebe. Ich wurde nicht so erzogen. Von daher passt das schon für mich. Aber ja. Ansonsten ist das ziemlich, ziemlich krass. Also ich habe noch kein größeres Spiel runtergeladen. Müsste ich eigentlich mal machen. Ich müsste mir mal irgendeine große Datei schnappen. Mal gucken, wie schnell die runterlädt. Irgendein Steam-Spiel. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwelche habe, die ich noch nicht installiert habe. Aber ich freue mich einfach, dass das so schnell geklappt hat, hätte ich nicht gedacht. Finde ich wunderbar. Man hört ja also ich habe von vielen Leuten gesagt, gehört von wegen Unity Media. Aber ich sag mal so, man hört von jedem Internetanbieter sowas. Ja, ich habe mich früher in regelmäßigen Abständen über die Telekom beschwert. Andere beschweren sich über Vodafone, über Unity Media, Kabel Deutschland, Northern Access. Was weiß ich, was es noch gibt. Ja, das ist ja ganz normal. Je mehr Kunden, desto mehr beschweren sich auch, ist ja klar. Und bisher keine Beschwerden. Ich bin natürlich gespannt, wie lange das Ganze halten wird. Wie lange, bis die ersten Probleme auftauchen. Wie lang habe ich tatsächlich also ich habe im Speedtest auch schon 400 Mbits erreicht. Meistens pendelt es sich eher so bei 360 bis 370 ein. Das ist absolut kein Problem. Und selbst wenn es mal nur bei 300 liegt, wann brauche ich denn mal den Download? Wann brauche ich denn mal den Download? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Die meiste Zeit, klar, irgendwie beim Videos gucken. Okay, aber da brauche ich ja keinen. Ich brauche ja für 4K-Videos brauche ich ja keinen 400.000er Download, so, weißt du? Ist ja totaler Schwachsinn. Aber natürlich ist es nice to have. Nice to have. Aber wie gesagt, am Ende wird es mir wahrscheinlich ein bisschen teuer sein. Aber Dennis, hör auf damit. Von daher werde ich dann wahrscheinlich downgraden. Ja, ansonsten, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für eine Internetleitung habt. Nur um das nochmal kurz festzuhalten, ja? Ich mache das Video hier nicht von wegen, guck mal, wie krass ich bin, ich will am Internet angeben. Nee. So einfach, ich möchte, dass ihr an meiner Freude teilhabt. Dass ihr versteht, endlich, nach wie vielen Jahren, die ich jetzt das Internet verwende, aktiv, dass ich jetzt endlich mal Internet habe, was mich nicht mehr limitieren kann, so eigentlich, weil, wie gesagt, ich habe nicht vor, irgendwie 4K-Videos hochzuladen. Selbst damit, das ging ja trotzdem flott. Naja. Also ich bin restlos zufrieden gerade. Und mit dem Umstieg auf Adobe Premiere Pro sehen die Videos generell hübscher aus, sind schneller gerendert und das Ganze ist einfach ein super nices Upgrade. Irgendwie. Das ist echt, echt gut gelaufen. Aua. Also ich würde mich freuen, wenn ihr heute Abend bei Mario Kart vorbeiguckt. Ansonsten könnt ihr bis dahin, also um 20 Uhr, ne? Ansonsten könnt ihr bis dahin natürlich auch beim Benny vorbeigucken, wenn der gerade noch streamt. Den 24 Stunden bis 36 Stunden Stream. Könnte durchaus sein. Und ansonsten mache ich mir gleich was zu essen. Ich weiß gar nicht, was ich gleich essen werde. Wir machen jetzt ein bisschen Essenstalk. Weil das ist, glaube ich, erst das dritte Rennen. Ich will das Video noch nicht beenden. Ich will ja testen, wie lang so ein 15-Minuten-Part hochlädt. Achso, Splatoon-Livestreams wurden gefordert. Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Ich bin jetzt tatsächlich für sowas zu haben. Tatsächlich, wer hätte es gedacht? Ja. Aua, ey. Also das freut mich sehr. Ansonsten hoffe ich mal, dass das, wie gesagt, auch so bleibt. Man hat immer das Problem, es kann natürlich immer mal zu Störungen kommen. Es gibt so eine Mindestgeschwindigkeit, die Unity Media sozusagen sagt, yo. Die garantieren wir ihnen, bla bla. Aber wie bindend das sozusagen ist, das weiß ich hingegen nicht. Also das ist ein ganz anderes Thema.
Also Videoqualität verbessert sich, Streamqualität verbessert sich. Eine Sache gibt es also noch, bei der ich noch ein bisschen drehen könnte, nämlich bei meiner Audioqualität. Wenn ich nichts sage, dann hört man so ein leichtes Rauschen. Das ist irgendwie mein Mikrofon. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. In früheren Videos gibt es das nicht. In älteren Videos, seit 2017 irgendwie tritt das auf. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es ist so ein leichtes Fiepen, so wenn es halt komplett, wenn gleich kein Sound ist, bin ich mal kurz ruhig und werdet ihr das hören. Und vielleicht höre ich es auch nur, weil ich bin empfindlich, aber hört mal hin. Hört man das? Ich schätze doch mal. Am Ende des Videos, wenn der Bildschirm schwarz wird, dann hört man es auf jeden Fall. Aber das ist so die eine Sache. Andererseits, mein Mikrofon ist an sich nicht schlecht. Ich sehe es eigentlich nicht ein, mir ein neues Mikrofon zu holen. Das mal so, ganz ehrlich. Ja, ansonsten mal gucken, wie sehr ich das Ganze nutzen kann mit Streams. Alter, was ist heute los? Iggy macht mir echt keinen Spaß, ey. Weil, ja, Uni ist losgegangen und das braucht viel Zeit, das merke ich schon. Das sind übrigens die, Alter, die Aufgaben, die ich angesprochen habe, die ich heute noch hätte machen sollen, die mache ich dann halt morgen. Ja, es ist genau wie in der Schule, mache ich halt morgen. Who cares? Also genau die falsche Einstellung. Naja, muss ich mal gucken. Aber nichtsdestotrotz, nice to have ist es auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr da dann auch teilhabt bei den Streams. Die Videos haben ja rege Teilnahme. Finde ich auch sehr schön. So, apropos, ich will euch jetzt auch nochmal ein gutes Gameplay hier bieten und ein bisschen, Alter, ein bisschen nach vorne ziehen. Also nochmal kurz am Rande, 1080p 60, für die, die es interessiert, mit Videopad, meinem bisherigen Schnittprogramm, hätte so ein Video 4 Stunden lang gerendert und wie lange es hochgeladen hätte, wahrscheinlich auch nochmal so 3, 3,5, 4. Jetzt rendert so ein Video bei mit Premiere ungefähr eine halbe Stunde und lädt hoch so in 10 Minuten. Also, ja, ist ein Upgrade. Gut. Ich hoffe, ich habe meine Freude klar genug ausgedrückt. Ansonsten werde ich damit heute im Mario Odyssey Stream bestimmt auch nochmal drüber quatschen. Ich hoffe, es kommen überhaupt Leute vorbei, dass nicht alle beim Benny rumhängen. Nee, Spaß. Aber das ist ja die Sache bei der Streamwoche, die bisher übrigens hervorragend gelaufen ist. Hervorragend. Viel besser, als ich es mir hätte wünschen können. Muss ich ehrlich sagen. Bin sehr positiv überrascht. Aber dazu gibt es natürlich dann nochmal einen Part, der kommt wahrscheinlich dann morgen am Montag. Da quatsche ich nochmal genauer drüber. Bitte wirf mich nicht ab. Da gibt es dann ein Fazit zur Streamwoche und eventuell sogar schon Ausblicke auf künftige Streams. So, ansonsten erlaubt mir das Ganze auch tagesaktueller zu sein. Ich kann schneller Videos hochladen und auch mal noch spontan was hochladen. Ich muss da nicht noch 5 Stunden einplanen für das ganze Video. Das ist ganz nice. Ach, leck mich am Arsch. Das Gameplay war nicht nice. Egal, Freunde. Danke fürs Zugucken. Schaltet beim Stream ein und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Minus 17. Holy shit. Naja, bis dann, Leute. Macht's gut und tschüss.